Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 1, Kapitel 6. Einmal stand er da und urinierte gegen einen Felsen. Als ich zu ihm aufschloss, drehte er sich um, ohne sich zu bedecken. Ich muss ziemlich entgeistert dreingeschaut haben. Er lachte und stieg wieder auf, gab seinem Pferd die Sporen und ritt weiter. Wieder folgte ich ihm, in der Hoffnung, dass diese Reise nicht ein weiterer schrecklicher Fehler gewesen war. An einer Brücke fand ich William bei einer Gruppe von Wäscherinnen. Er schrie ihnen etwas zu. Als ich ankam, konnte ich ihre Antworten hören. Sie sagten, sie hätten kein Mädchen oder einen Jungen gesehen, auf die seine Beschreibung passte. Eine jüngere blonde Frau meinte, selbst wenn sie das Mädchen gesehen hätte, würde sie es ihm nicht sagen. Anscheinend hatte sie von William Hamley gehört. William packte die überraschte Frau am Arm. Er schob die rechte Hand unter ihren Rock. Sie begann zu weinen. Die anderen Frauen baten William aufzuhören, aber hatten Angst, ihn zu erzürnen. William drehte sich um und grinste, als er mich näher kommen sah. Sagte William, er solle aufsitzen. Ich ritt weiter und sagte nichts. Nee, ich will aufsitzen. Als er meine Worte hörte, schwand Williams Grinsen. Er stieß die junge Frau fort. Die anderen Frauen sahen mich seltsam an. Sie fragten sich wohl, warum ein Mönch mit solch einem Mann wie William unterwegs war. Wir ritten weiter und William warf mir einen gehässigen Blick zu. Ich sagte ihm, ich bemitleide ihn. Ich sagte ihm nicht, warum, weil ich keine Worte dafür hatte. Danach sprachen wir lange Zeit nicht mehr miteinander. Unterwegs redete William mit weiteren Leuten. Zuerst dachte ich, er würde nach dem Weg fragen. Dann bemerkte ich, dass Geld den Besitzer wechselte. William bezahlte diese Leute für Informationen. Ich war froh, dass er das Interesse daran verloren hatte, anderen weh zu tun. Dann sah ich, wie eine alte Frau William zu einem bärtigen Mann auf einem Pferd wies. William nannte den Mann einen Pferdedieb. Dann grinste er und deutete dem irritierten Mann, auf sein Pferd zu steigen und mit ihm zu reiten. Sie ritten schneller und schneller und ich konnte nicht hören, worüber sie sonst noch redeten. Halte Distanz, versuche mehr zu hören. William drohte dem Mann damit, ihn zu hängen, weil er sein Pferd gestohlen habe, wenn er ihm im Austausch für sein Leben nicht helfen würde, die wirklichen Diebe aufzuspüren. Der Mann lachte, als hätte er ein gutes Geschäft gemacht. William gab ihm sogar Geld. Bevor der Mann nordwärts davonritt, nannte William einen Namen: Aliena. Und ich betete darum, dass Williams Plan, wie immer er lauten mochte, fehlschlagen möge. Dann winkte mir William, schneller zu reiten. Ich vermutete, dass wir uns dem Ort näherten, den Lady Hamley im Sinn gehabt hatte. Und wenig später drehte sich mir der Magen um, als mir klar wurde, was genau unser Ziel war. Palast von Bischof Walloran Bigot. Wartet. Was? Ihr wisst genau, dass Bischof Walloran jetzt in Winchester ist. Was also sollen wir hier? Keine Ahnung. Was? Mutter sagt mir nie was. Die behandelt Pa und mich wie kleine Kinder. Es ist ein Wunder, dass Pa sie je gevögelt hat. Aber jetzt sind wir hier und ich hab Hunger. Hunger wie ein Wolf. Wohin geht ihr? Da rein. Nein. Ich bin sicher, der Bischof würde mich nicht hungern sehen wollen. Wir reiten bald zurück. Also, was du auch tun musst, beeil dich. Wie kann ich euch helfen? Tritt einen Schritt beiseite. Haha.
Warum hat Regan Hamley uns hergeschickt? Was ist Rollins Geheimnis? Wo können wir denn hin? Oh, Pferd. Wir erstmal gucken, was da los ist. William hat vergessen, die Satteltasche zu schließen. Das ist gut. Ein Brief aus Williams Satteltasche. Untersuchen. Brief vom Januar 1136. William, deine Sorgen sind äußerst verständlich. Töten ist eine Sünde und auf alle Sünder wartet die Hölle. Aber wie kann Töten eine Sünde sein, wenn ein Leben dafür genommen wird, Gott und die Kirche zu stürzen, zu schützen? In einem heiligen Krieg dergleichen werden Männer wie du zum Schwert Gottes, so wie auch die tapferen Ritter auf ihren Kreuzzügen ins heilige Land. Ihr Glaube ist ihre Rüstung und ihre Sünden vergeben. Du bist das Schwert Gottes und als Bischof bin ich seine Hand. Solange die Hand das Schwert führt, werden alle Sünden verziehen. Bischof Warren Bigot. Aha. Das ist ja interessant. Ich habe hier vorne noch was, ich gerne noch mal untersuchen möchte. Das ist ein kleiner. Ach, guck mal, was ist denn da los? Jetzt kann ich nämlich das Tor öffnen. Was ist das? Das will ich auch ganz gerne wissen. Sieht, da wird eine Kirche gebaut oder was ist das? Die ganzen Bäume ja hier abgeholzt. Oder es wird ein neuer Palast gebaut für ihn. Hat eine eigene Baustelle. Was baut er hier? Ist das der Grund, weshalb Regan Hamley glaubt, Walleran wolle die Ländereien von Shiring für sich selbst? Er ist der Bischof. Er kann tun, wie ihm beliebt. Vielleicht baut er ja nur ein Gästehaus. Na, das glaube ich nicht. Dafür ist es zu groß. Hm. Was in Gottes Namen baut er da draußen? Hier ist noch ein Weg. Den ich nicht benutzen kann. Aber Tor wieder zu. Gehen mal kurz zu unserem Pferd und ansonsten würde ich dann jetzt... Oh. Wer wartet denn da auf uns? Der Typ. Was machen wir hier? Wieso frage ich dich? Du tust nur, was man dir sagt. Er hat Ina jetzt alleine reingelassen zum Essen. Und steht jetzt draußen und wartet auf uns, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Der baut bestimmt einen neuen Palast für sich. Hier, bitte. Ach, Timothy, genau, so hieß der Typ. Was denn los? Ihr wart schon einmal hier, nicht wahr? Mhm. Ja, ich erinnere mich an euch. Philipp, richtig? Ja. Bitte, ihr müsst mir helfen. Gemacht. Was ist geschehen? Oh. Er hat mich gezwungen, ihm aufzutischen. Er hat den Namen des Herrn missbraucht. Und er hat mich gestoßen und angefasst. Okay. Oh Gott. Er hat selber, oh Gott. Und, Mensch. Hat der Junge euch gerufen? Das ist so... Also? Hat er euch um Hilfe gebeten? Er musste gar nichts sagen. Ich wusste, dass ihr uns Probleme machen würdet. Oh ja. Probleme? Ich? Wir sind junge Männer, ich und er. Und die raufen nun mal. Ich hatte euch gebeten zu gehen. Und das werden wir auch tun. Was wird der Bischof zu eurem Verhalten sagen? Hör zu, wir stehen alle auf derselben Seite. Tun wir nicht. Du, ich, er, wir arbeiten alle für den Bischof. Er wird mir nichts nachtragen. Manchmal werde ich eben grob. Na und?
Wir sind alle Männer Gottes. Inwiefern arbeitet ihr für den Bischof? Habt ihr das schon vergessen? Ich hab euch gefunden. Damals in Kingsbridge, als ich ihn begleitet habe. Ihr habt mich nicht gefunden. Ich hab mit dem Bischof geredet. Wir haben eine Vereinbarung. Eine Vereinbarung worüber? Ich hab Earth Castle für ihn eingenommen. Eure Eltern sind gegen Bartholomäus vorgegangen, weil sie seine Grafschaft wollten. Was sie wollen, interessiert mich nicht. Ich hab Bartholomäus Männer getötet. Der alte Mann hat um sein Leben gebettelt. Auf den Knien hat er mich angefleht. Ich hab's für den Bischof getan. Was? Aber hey, ihr habt sicher auch viel für ihn getan. Glaubt ihr, mein Vater hätte Earl's Castle erobert? Ich bemitleide euch. Fangt ihr schon wieder damit an? Ihr bemitleidet mich? Ihr tut mir leid. Du bist kein Mann. Und er da auch nicht. Wir sind Männer Gottes. Ein Mann tötet. Und ein Mann fickt. Und niemand behandelt mich von oben herab. Niemand! Ich weiß, dass ihr mich und die Hure am Fluss gesehen habt. Ich hätte die Frau gevögelt, wenn ihr nicht gekommen wärt. Und was hätte das bewirkt? Sie hätte ihre Lektion gelernt. Und denkt ihr, ich hätte nicht bemerkt, wie ihr mich und den Pferdedieb belauscht habt? Ich sollte euch dafür töten. Das sollte ich. Ich sag euch was. Ich werde Bartholomäus Hurentochter vögeln. Ich werde sie richtig rannehmen. Ich bin ein Mann. Verdammt, ich würde sogar den Jungen da vögeln, wenn das nötig wäre, um ihn klein zu kriegen. Er sieht sogar aus, als könnte es ihm gefallen. Oh mein Gott. Was ist dieser Typ, ne? Du bist kein Mensch, du bist ein Tier. Nicht einmal Gott könnte diese Sinne. Du bist ein Tier. Du bist kein Mensch. Du bist ein Tier. Oh, ich bin ein Mensch. Aber ja, in mir steckt ein Tier. Und es will jagen und töten. Und Vögeln. Ich bin den Bischof entfesselt. Meine Sünden sind vergeben. Nicht einmal Gott würde diese Sünden vergeben. Ha! Natürlich würde er das. Er hat's schon getan. Der Bischof hat's mir gesagt. Dann lügt der Bischof. Hey, wir stehen auf derselben Seite. Jetzt werden wir noch ein bisschen bleiben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Fraß hier. Scheiße. dieser Typ, der ist so durch. Das ist unglaublich, ne? Das ist so... Oh, ein Mann tötet und fickt. Toll. Ja, super. Ehrlich, ey. Ich würde den vögeln, ich würde sie vögeln, ich würde... Was ist... Ah... Oh. Das ist sowas von abartig. Das ist so ein Typ, der... Ich habe gar keine Worte dafür, ne? Also das Traurige ist, dass es ja wirklich solche Menschen gibt. Ah. Oh, wie ein Messer, das im Tisch steckt, das nehmen wir direkt. Da klauen wir uns mal schnell. Den Tisch gucken wir uns auch an. Wenn der Bischof das hier sieht, wird er sicher entrüstet sein. Ungestoßener Kelch. Den nehmen wir auch mit, okay. Unordentlicher Teller. Er räumt hier voll auf. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Was heißt das? So steht's in der Bibel. Das jüngste Gericht. Der zweite Tod der Sünder. Bischof Walleran sagt, wenn ein Sünder in eine Flamme blickt, starrt der Teufel zurück. Aus dem feurigen Pfuhl. Was? Ich kann ihn nicht sehen. Ich auch nicht. Du hast doch gar nicht hingesehen. Wie soll er aussehen? Dieser, oh, der, so, der Kerl, der ist so, ich hasse ihn. Oh. Unser Bischof glaubt, der Teufel beobachtet uns? Nein, er kann nur die Sünder sehen. Und sie sehen ihn.
Ich sehe ihn nicht. Natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Ich sehe ihn nicht. Nochmal vielleicht? Nee. Hört auf, in die Flammen zu starren. Da ist nichts. Nochmal? Hört auf, nichts. Da ist nichts. Okay. Zeige William das Steinrelief. Mhm. Und man wird sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneknirschen sein. Was? Die Hölle. Es ist eine Darstellung der Hölle. Der Herr Bischof hat gesagt, das Relief erschreckt sogar die gottlosesten Besucher. Sie alle fürchten den Tod. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Fürchtet euch vielmehr vor denen, der Leib und Seele verderben kann. In der Hölle. Das habe ich auch schon mal gehört. Wer ist das? Der Teufel. Ein gefallener Engel. Ich fürchte mich vor gar nichts. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihre Seelen sind des Teufels. Sie kommen alle in die Hölle. Hört auf! Die Hölle ist weit weg. Ich habe keine Angst. Oh doch, da kriegt einer Angst. Kann ich denn mit Timothy über irgendwie reden? Mach, dass er geht. Ich will, dass er geht. Sofort. Okay. Wir sollten gehen. Ich bin hier noch nicht fertig. Wir bleiben. Okay. Kann man nicht denn hiermit irgendwie... Sagt mir, was wird da draußen gebaut? Was? Da ist etwas Größeres im Bau, wie es scheint. Ja, aber... Was ist es? Eine Burg. Der Herr Bischof baut eine Burg. Aha. Baron baut ein Schloss und hat kein Baumaterial mehr übrig. Eine Burg? Warum eine Burg? Ich weiß es nicht. Es steht mir nicht an, den Herrn Bischof zu hinterfragen. Natürlich. Und ich bezweifle, dass es euch ansteht. Niemand darf erfahren, was Walleran und Henry versucht haben. Ich bezweifle, dass es irgendwen überraschen würde. Was für ein Narr ich doch war. Niemand darf erfahren. Okay. Nein, ich sollte den Teller besser wieder auf den. Besser, ja. Ich lege es besser wieder zurück und räume den Tisch auf. Ach so, okay. Das sieht doch schon besser aus. Für manche ist die Hölle ganz nah. Ist. Ich hab ihn gesehen. Wir reiten zurück nach Winchester. Sofort. Ich hab ihn auch gesehen. Scheiße. Na gut, ich sündige ja auch. Was ist geschehen? Vielleicht hat er die Zukunft gesehen. Gut. Jetzt geht auch ihr. Dieser Mann, William, hatte keine Ahnung, weshalb ihr beide hergekommen seid, nicht wahr? Ihr seid hergekommen, um den Herrn Bischof auszuspionieren. Ihr habt diesen Mann hergebracht. Ich? Geht. Sofort. Später zurück in Winchester. Da seid ihr ja. Mein Sohn wirkte bei seiner Rückkehr sehr nachdenklich.
Ihr Priester und euer Gerede, ihr macht ihn ganz irre. Er war aber in Hochstimmung, nachdem er damals mit eurem Bischof geredet hatte. Aber wir wissen ja, dass Walloran gut mit Worten umgehen kann. Nicht wahr, mein Gatte? Aber ja, sicher. Und wo wir schon beim Thema Walloran sind, was habt ihr auf eurem Ausritt gesehen, Mönch? Ach so, einiges. Wir sagen mal einen Bauplatz, aber wir sagen nicht mehr. Einen Bauplatz. Dann hat Walloran ein eigenes Bauvorhaben. Wisst ihr auch, was er da baut? Nein. Eine Burg. Oh mein Gott. Ja, er baut eine Burg für sich selbst. Und er hat jeden Stein und jeden Baum auf seinem Land aufgebraucht. Er behauptet, er wolle Bartholomäus Land für eure Kathedrale. Aber was Walloran in Wahrheit will, ist eine Burg. So ist er immer gewesen. Ihr habt gemeint, wir seien selbstsüchtig. Aber was ist mit eurem Bischof, ha? Was wollt ihr von mir? Als Prior von Kingsbridge werdet ihr zustimmen, dass mein Mann die ganze Grafschaft Shiring erhält. Und warum sollte ich euch einen solchen Gefallen tun? Weil wir euch Steine und Holz für den Neubau eurer Kathedrale geben werden. Der König kann all seine Versprechen einlösen und Walloran kriegt nichts. So lautet unser Angebot. Was sagt ihr? Und verhandle. Nein, ich stimme nicht zu. Wieso nicht? Das war doch ein gutes Angebot. Ihr braucht mich. Ihr braucht mich. Der König erwägt immer noch, die Grafschaft Walloran zu geben, um unsere Kathedrale wieder aufzubauen. Ihr braucht dieses Abkommen mit mir ebenso sehr wie ich. Das ist... Doch. Ihr seid doch nicht so ein Narr, wie es scheint. Was sind eure Bedingungen, Vater? Teile die Grafschaft auf, mache keinen Handel und gehe. Teile die Grafschaft auf. Was ist wertvoller? Urbares Land oder Wald? Urbares Land natürlich. Dann sollt ihr das Ackerland haben und ich bekomme den Wald. Ich brauche den Wald für die Jagden. Ein Graf muss über Jagdgründe verfügen. Jagen könnt ihr dort. Ich will bloß das Holz für meine Kathedrale. Ach. Was wollt ihr haben? Die Vieh- oder die Schafweiden? Die Viehweiden. Dann bekomme ich Schafzuchten in den Hügeln. Wollt ihr das Einkommen von den Märkten oder den Steinbruch? Angenommen, wir wollen den Steinbruch. Wollt ihr aber nicht, oder? Nein. Wir nehmen die Märkte. Ihr könnt die Steine haben. Das war alles, oder? Dann sind wir uns einig. Mein Mann wird dem König von unserer Absprache berichten. Bischof Walloran wird sehr überrascht sein. Ihr werdet sein wahres Gesicht sehen, wenn er nicht kriegt, was er will. Ich denke, das war jetzt ein gutes Angebot für uns. Guten Tag. Also, denke ich schon. Kommt ihr, um jemanden in meinem Kerker zu besuchen, Vater? Oder wollt ihr euch selbst eine schöne, warme Zelle aussuchen? Hüte deine Zunge. Oh, das war nur ein Scherz. Seht ihr, ein Lächeln. Nur für euch, Vater. Bischof Henry schickt mich. Der Bischof, was will der Kerl? Ich soll mit Bartholomäus von Shiring reden. Bartholomäus von Shiring? Ha! Der ist jetzt nur noch Bartholomäus. Es ist sein vierter Tag ohne Essen. Bald ist er nicht mal mehr Bartholomäus. Kerker? Oh, mein Beinchen. Oh. Bartholomäus. Ich bin Bruder Philipp. Ich bin schuld an eurem Schicksal. Wir sind uns nie begegnet, aber ich bin schuld an eurem Schicksal.
Niemand ist schuld an meinem Schicksal. Niemand außer mir. War sie wert, dafür zu sterben? Warum habt ihr euch gegen die Kinder... Eure Verschwörung, war sie es wert, dafür zu sterben? Eure Verschwörung. War sie es wert, dafür zu sterben? Stefan hat euch geschickt. Warum steht ihr auf Seiten des Thronräubers? Wenn ihr redet, bekommt ihr etwas zu essen. Ihr seid nicht der Erste, der mir das anbietet. Warum sollte ich euch gestehen? Eure Leute haben in meiner Priorei Zuflucht gefunden. Euer Geständnis wird mir helfen, ihnen Arbeit und Schutz zu geben. Ich habe nichts zu gestehen. Mir tut nur leid, dass ich verloren habe. Das sage ich besser nicht dem König. Sie werden euch töten. Das haben sie schon getan. Mönch, sagt ihnen, ich hätte gestanden. Was? Alles. Mein Verrat. Aber... Der Sohn soll nicht büßen für die Schuld des Vaters. Sagt das auch Stefan. Ihr kennt die Bibel? Richard und all jener, meine Kinder, sie müssen am Leben bleiben. Natürlich werden wir ihm helfen. Und auch euch einen guten Tag, Vater. Da liegt was. Hier. Na, hier ist gar nichts mehr. Ich dachte, da wäre noch was. Bartholomäus hat gestanden. Bartholomäus hat alles gestanden, aber er bittet um Gnade für seine Kinder. Wunderbar. Ich werde meinem Bruder sagen, was wir heute erreicht haben, wenn er von der Jagd zurückkehrt. Schön, Philipp. Gut gemacht. Provoziere Walloran und erwähne die Burg. Nein, das machen wir nicht. Verlasse die Burg und komme morgen wieder. Vielleicht sollte ich morgen wiederkommen. Ja, ein Mönch kann hier nicht viel ausrichten. Euer Bischof und ich werden tun, was wir können, um eurer Priorei zu helfen. Mein treuer Untertan Percy Hamley wird mit dem heutigen Tag Graf von Shiring. Aus dem Besitz seines Vorgängers erhält Graf Percy die Burg. Sowie alles urbare Land, einschließlich der Güter, die an Ritter verpachtet sind, und die Viehweiden in der Ebene. Ich schwöre bei allem, was heilig ist, euer getreuer Lehensmann zu sein und euch gegen jedermann zu verteidigen. Mein Herr. Ah, natürlich. Natürlich habe ich die Sorgen meiner Bischöfe nicht vergessen. Der Graf von Shiring selbst, Percy hier, hat dieses Problem für mich gelöst. So kann ich das Versprechen einlösen, das ich ihm gegeben hatte. Und doch, Bischof Walloran, soll Kingsbridge wieder aufgebaut werden. Percy berichtete mir von einem Mann, den mein Bruder mir noch nicht vorgestellt hat. Tretet vor, Vater Prior. Philipp von Gwyneth, mein Bruder. Herr. Ihr scheint euch zu fürchten. Was bedrückt euch so? Mich bedrückt, dass ich keine saubere Kutte besitze. Habt keine Angst. Ein Mönch soll wie ein Mönch aussehen, nicht wie ein König. Nun zu der Absprache zwischen euch, Prior Philipp und Percy Hamley.
Er will, dass ich die Schafweiden des früheren Grafen der Priorei von Kingsbridge gebe. Die Priorei erhält darüber hinaus das Recht, im gräflichen Steinbruch Steine zu fördern und Holz in den Wäldern zu schlagen. Dem Plan, den ihr beide geschmiedet habt, stimme ich gerne zu. So soll es geschehen. Danke. Ich danke euch, Herr. Es erschien mir unnötig kompliziert, das Land dem Bischof zu geben. Percy sagte mir, dass ihr, Vater Philipp, diese Meinung teilt. Er sagte mir, es sei eure Idee, die Last des Neubaus eurer Kathedrale auf eure eigenen Schultern zu nehmen. Wunderbar. Ich bin froh, dass wir alle euch, Bischof Wolleran, in dieser Sache helfen konnten. Nach allem, was ihr für mich getan habt. Ich danke euch, Herr. Bartholomäus hat bei seinem Aufstand gegen die Krone alles verloren. Heute Morgen fand man ihn tot in seiner Zelle. Ich hörte, dass ihr, Vater Philipp, euch um seine Kinder sorgt. Sie werden ihr Land und ihren Titel verlieren. Doch ich spreche sie hiermit von jeder Schuld frei, wo auch immer sie sein mögen. Ihr müsst sehr stolz sein, Lady Hamley. Natürlich. Vater Philipp war in allen Fragen sehr verständnisvoll. Ja, er ist bemerkenswert. Sehr bemerkenswert. Mein Mann und ich waren entsetzt, als wir von dem Feuer in Kingsbridge hörten. Es ist ein Segen, dass wir ihm und seiner Priorei jetzt helfen können. Ihr habt den Wind gesät, Philipp. Oh, das tut mir aber leid. Oh. Oh, dieser kleine Penner, ey. Okay, ich muss jetzt erstmal Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.